Oh nein, der jietet was auf mich. Nein, 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 und eine Stechmücke wieder. Ah, ah. So, Leute, irgendwas haut mich. Wie kommt denn ein Geist hierher? So, wird gecrushed und... was ist denn hier passiert? So, Leute, Projekt Bohrer ist dann jetzt erstmal so grob durch. Den werden wir als Werkzeug mit behalten. Wir haben mal sehr viel schon gemacht. Im Nether unterirdisch hier oben nach Eisen gebohrt. Und er kommt einfach zum Einsatz, wenn ich was brauche. Für den nächsten Teil, um überhaupt mit Crate jetzt weiterzukommen, gibt es ein paar wichtige Dinge, die wir uns holen müssen, bevor wir vernünftig loslegen können. Wir brauchen einen Blaze Spawner, damit wir hier von Create das Bronzezeug machen können. Und diesen Spawner, da müssen wir einen Blaze einfangen. Und vielleicht können wir das ja mit W machen, so. Ja, dann nimmst du den Spawner, machst du Rechtsklick mit der Maus und dann kannst du ihn einsammeln, dann mit Kohle brennen. Oder einfach direkt von einem Spawner, okay, damit man nicht warten muss, dass eins kommt. Und dann hat man eine Hitzequelle, um vernünftig sich Bronze zu erstellen. So, das ist der nächste Plan. Und da müssen wir doch mal ran, würde ich sagen. Leute, damit wir uns diese Spawner craften können, selbstverständlich Plattenpressen auf Doom. Ich habe mir ja mal hier die Gitter gemacht und ganz ehrlich, ich gehe hin und wir machen einfach direkt 8 von diesen Blaze-Spawnern. Ich glaube, die brauchen wir noch des Häufigeren. Und dann gucken wir mal, dass wir die Teile craften. Sind ja recht simpel hier, ne? Einfach nur Gitter und die gepressten Sheets. Und dann dauert das kurz und dann geht's in Nether. Ich hoffe, ich habe alles, was wir brauchen. Und ich hoffe mal, irgendwo in der Nähe ist auch eine Nether-Festung. Und dann nur einen Spawner finden. Da seht ihr den? Hä? Oh nein, der jietet was auf mich. Nein! Oh mein Gott, gerade so zugebaut. Jetzt habe ich Angst. Oh mein Gott, nein, der will hier rein. Nein! WTF! Was war denn das für Gestalten? Ja, also wir sind auf der Suche nach der verdammten Nether-Festung. Ich bin hier durch alles Mögliche schon durchgekreucht. Und das Problem ist, ich komme einfach nicht ran. Ich bin an der absolut ungünstigsten Stelle ever und quäle mich hier unten durch, einfach nur, um zu dieser verdammten Nether-Festung zu kommen, wo ich fast drüber bin, so diagonal so runter und dann bin ich da hoffentlich drauf. Hier unten, da ist es doch, da ist das doch ziemlich big, aber ich muss irgendwie hier runterkommen. Und vor allem muss ich irgendwie wieder zurückkommen. Das ist ja auch nochmal die Sache. Okay, ja, wir sollten vielleicht ein bisschen mehr nach Süden jetzt so wieder gehen, dass wir da in die Richtung kommen. Ich hätte vielleicht doch mal eine Rüstung upgraden sollen schon oder so, aber das ist ja auch um Lava zu baden und sicher zu sein und sowas und ja. Leute, wir buddeln uns ein bisschen weiter durch und hoffentlich sind wir gleich bei der Festung. Leute, ich hab's geschafft. Und ich bin nicht der Erste, die sind auch schon andere um drüber gelaufen. Ich habe mich einfach hier durchgegraben jetzt. Ich habe ein Looting-Schwert, allerdings nur Looting, sonst nichts. Das heißt, eventuell ist nochmal interessant für Wither-Skelettköpfe. Wenn sie noch was droppen würden. Und wenn hier kein einziger Blaze-Spawner drin ist, dann muss ich die leider wegbohren hier. Dann packen wir den Bohrer aus und rasieren die Kiste weg. So, Leute. Erste Blaze. Zweite Blaze. Und das dritte putte ich auch noch in den Blaze. Okay, ja. Es fehlen noch 5 weitere wieder. Also ich würde einfach jetzt chillen, die Zeile auffüllen. Das sind jetzt erstmal die Spawner, die wir haben. Das ist schon mal ganz gut. So wie es aussieht. Also ich finde keinen fertigen Blaze-Spawner an sich. Vielleicht oben der Ecke nochmal. Oder. Oh, doch. Der hinten könnte sein. Und 1, 2, 3, 4, 5. Besten Dank. Wir haben alle. Ja, Gast. Gut. Hab's verstanden. Bist nicht so gut auf mich zu sprechen. Soweit, so gut. Ich habe alles gekriegt, was wir gebraucht haben. Oder? Ne, ich zerhexe noch ein paar Blazes, wenn ich schon mal da bin. Ich habe ja Looting. Und ein paar Blaze-Shots sollten wir vielleicht auch nochmal so trotzdem mitnehmen. 6 Stück habe ich gerade. Das heißt, ich camp hier einen kleinen Moment für Crafting-Rezepte und sonstiges. Also Ender-Chest vielleicht und sowas, ne? Rüberlaufen. Oh mein Gott! Ein Blutegel! Igitt! Was war denn das? Das sind Killer-Stechmücken! Das ist ja ekelhaft! Ich laufe in den Nether rein und hab eine Killerstechmücke in meinem Gesicht. Ich glaub's hackt. Was haben die mit diesen Mobs hier gemacht? Ich will doch nur zurückgehen. Und oh mein... Oh nein. Nein. Und eine Stechmücke wieder. Dafür habe ich nicht unterschrieben. Also, das war nochmal kurz Erlebnistour aus dem Nether. Ja, damit ihr Bescheid wisst, was hier sonst noch so abgeht. Ich hab's hoffentlich jetzt gleich bald wieder komplett zurückgeschafft in meine Base oder so. Leute, ich hab's wieder zurückgeschafft. Es war eine absolute Tour und Tortur. Aber im wahrsten Sinne des Wortes. Also... Wir haben hoffentlich jetzt hier gut Stuff mitgebracht.
relativ voll. Wir haben 8 von diesen Blaze-Burnern. Das heißt, als nächstes werden wir uns jetzt mal ranmachen und dafür sorgen, dass wir Brass bekommen können. Und ich glaube, Brass können wir nur kriegen, wenn wir jetzt hier drunter diesen Blaze-Burner mal hinstellen. Ja. Und dann brauche ich noch ein bisschen Kohle. So wie ein Blaze-Burner. Ich habe es einfach mal ein. Über einen Mixer. Und dann Kohle drauf, damit die Kiste brennt. Und jetzt können wir doch bestimmt, das ist weg, einmal Richtung Brass gehen. Dann machen wir einfach mal hier Brass rein, um dieses Teil zu kriegen. Und im Mixing einmal ein Zink-Ingot plus ein Copper-Ingot. So, jetzt haben wir schon mal ganz gute Karten mit unserem Kupfer. Da habe ich ja schon mal eimerweise. Das Problem ist, das muss noch gebrannt werden. Das heißt, wir hauen hier einfach mal ein bisschen was rein. Ist jetzt nicht so aufwendig. Und Zink kann ich ebenfalls schon mal mit durchbraten. Also Kupfer und Zink beides einfach. Jetzt hier machen wir mal einen Kupfer, dann mal auch noch einen Kupfer, dann mache ich hier einen Zink und da auch einen Zink. Und dann habe ich hoffentlich erstmal genug Brass für alle Zeiten, wenn ich jetzt hier 2 Stacks und nochmal 2 Stacks, ne? Und dann läuft die Sache. Aber da brauchen wir neue Kohle hier. Teile ich mal auf 4 Öfen. 16 rein und jetzt kommt gleich ein Deal. Heart of the Diamond will er unbedingt haben. Dann hätte ich mir nicht mal Kelp mitgenommen. Perfekt. Wunderbar. Das ist ein ganz bunter hier. Das habe ich gefunden unten in der Cave von so einem kleinen Vieh. Ich muss mal gucken, ob man da noch was farmen könnte mal irgendwie von denen. Die haben öfters mal Heart of Diamonds dabei. Ich kann mit dem Boomerang gerade erstmal nichts anfangen. Also brauche ich nicht dringend, deswegen habe ich es gerne hergegeben. Und hier hinten habe ich so eine richtig schön tiefe Stelle. Da tauche ich einfach mal rein. Und pflanze ein bisschen Kelp an, sodass ich immer genug habe. Und dann Kelp brauchen wir für die Förderbänder. Aber der Blaze-Spawner ist inzwischen halt wieder erkaltet. Aber das ist auch kein Wunder, denn ich muss ja erstmal das Zeug hier durchwühlen. 22, dann hier nochmal 18. Dann dumpen wir das doch mal hier rein. Und inzwischen mache ich gleich einen Grindstone noch. Den. Kohle unten rein. Let's go. Nochmal 3 Stück. 3 Kohle ist drin. Kriegen wir ein paar Crate-Sachen hier. Wir haben Brass. 36 Brass. Das ist aber auch sehr, sehr viel. Und ich glaube, das reicht für den Anfang. Leute, in der Zwischenzeit werden wir warten. Ich habe hier nochmal eine neue Pickaxe gekriegt mit Efficiency 4. Ich kann das kombinieren zu Efficiency 5. Habe die dann fast komplett voll. Problem, ich habe keinen Amboss. Und das heißt, wir müssen den Bohrer auf jeden Fall nochmal auf eine Eisenfarm ansetzen. Weil ohne ist schlecht. Oder wir machen so eine kleine Eisenproduktion, aber die wir dann wieder brauchen und so. Das geht dann wieder nicht so schnell. Dies, das. Ups, das will ich da nicht reinlegen. Alles mal rausgeholt. Wir haben 100 Brass jetzt hier drin. Das reicht für alles, was wir erstmal brauchen werden an Brass. Generell, wenn wir in Create weitermachen wollen. Also nochmal neues Eisen farmen. Das würde ich aber jetzt hier bis zum nächsten Cut machen. Und wir können bei Create generell mal gucken. Wir brauchen ja auch so einen großen Crafter. Wir brauchen einerseits diese großen Grindstones, damit wir durch crushen können, aber um das zu machen, brauchen wir diese Crafting-Blöcke. Mechanical Crafter. Und diese werden natürlich gemacht mit Brass, weil Brass Casings, das ist wichtig. Und wir brauchen Electron Tube mit Rosenquarz und das kann ich per Hand machen, Sandpapier und sowas. 7-mal müssen wir das craften, also 7-mal Rosenquarz. Und Rosenquarz kriegen wir mit Knether. Ja, Leute, wir machen das jetzt alles mal, damit wir diese fette Crafting-Maschine haben und die Crusher machen können. Und die brauchen wir eh noch die ganze Zeit. So, Leute, irgendwas haut mich. Wie kommt denn ein Geist hierher? Hilfe? 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 Ist der durch das Portal rausgekrochen? Hier mit dem Zeug konnte man sich zur nächsten Netherfestung machen. Leute, ich habe hier mal ganz viel Dings geholt. Ich kann Sandpapier herstellen, durch Papier und Sand, witzigerweise. Dann können wir mal ein bisschen Redstone uns hier holen. Ja, und auch Quarz. Wir haben ja jetzt Rosenquarz in Anführungszeichen. Geht hier in diesem Crafting Table. Also alles mit Redstone voll. Ich kann auch mal hier 2 in jede Richtung oder so. Und hier oben kommt dann Quarz rein. Und dann muss man das in die Offhand packen. Das in die Offhand, das in die Mainhand. Und dann schleifen wir das hier. Und dann kriegen wir da solche Polished Rose Quartz raus. Aber das reicht natürlich noch nicht. Wir müssen noch ein kleines bisschen mehr davon basteln. Chat meinte gerade, dass die Energie vielleicht nicht reicht, um die zu betreiben. Aber wir gucken mal. Leute, es ist vollbracht. Das Riesenrad dreht sich. Also, ja, nicht ganz. Das Riesenwiel, ach Mann, den Mahlstein, den craften wir jetzt. Meine Güte. So, ich habe hier oben die Energie weitergeleitet. Nochmal eine Gearbox gemacht zur Seite.
Und ich wollte es nochmal schneller machen, das war aber zu schnell, da stand overstressed. Jetzt habe ich es hier im Kleinen weitergeleitet, das hat wunderbar funktioniert. Und die Anisid-Alloys sind fertig und wenn alles klappt, dann müsste ich jetzt eigentlich nur hier hingehen. Und ja, geht, auch gute Speed hier, läuft. Darf ich vorstellen und es wird kombiniert. Zack, wir haben unsere, oh, da gibt es sogar zwei raus. A Pair of Giants. Ich habe Crushing Wheel gekriegt. Damit könnten wir jetzt halt ne, so eine kleine Erzverarbeitung machen, wo wir oben alles reinwerfen. Das wird runtergecrushed und dann können wir die Erz jetzt vervielfältigen. Also alles, was wir holen, auch bei Eisen beispielsweise und so, das können wir vervielfältigen damit. Mit Forgen am besten noch abbauen und dann nochmal durchcrushen. Da gibt es insane viel. Ich glaube, das wäre so der nächste Step. Ich würde meine ganzen Level jetzt noch aufwenden und gucken, dass wir hier mal Forgen noch kriegen. Das wäre halt strong. Eisenerz und Forgen abbauen. Das kickt dann richtig rein. Ja, das hat einwandfrei funktioniert, ging also super, super schnell. Dann haben wir schon mal das Crushing Wheel durch und wir können noch alle anderen Rezepte jetzt machen, die ebenfalls diesen Crafter, bedingen. Und da werde ich mal schauen, was noch abgeht. Also ganz, ganz wichtig hier ist, noch die Schematic Cannon. Das wäre super wichtig fürs Bauen und alles Mögliche. Was sind das hier? Large Iron Wheel. Das haben wir gar nicht gesehen. Da auf jeden Fall ein neues Rezept vom letzten Mal. Fluid Pipe, aber auch hier brauchen wir wiederum dieses Teil. Und ich muss mal kurz gucken. Da brauchen wir noch mehr von diesen Craftern außenrum, nämlich an den Ecken. Ich glaube, ich muss die Ecken auch noch füllen. Kann das sein? Ja, klar. Ich muss noch mal 4 von diesen Teilen craften da dran machen. Ansonsten ist das irgendwie weird. Naja. Ja, Crushing Wheels laufen dann jetzt. Sehr schön. Dann machen wir doch mal einen richtigen Stapel goldene Karotten. Und diese können wir jetzt bei dem Food-Teil auch als Essen eintragen. Ha. Wenn also die Schnitzel weg sind, machen wir die goldenen Karotten, würde ich sagen. Haben wir jetzt mal direkt hier eingespeichert und geplant und das passt. Gut, Leute, ich habe ein bisschen weiter gebastelt. Wir haben eben ordentlich Eisen gekriegt, ziemlich gut 3 Stacks voll. Ich wollte erst durchbrennen, bis der Chat geschrien hat, Moment, du wolltest doch, aha, ja klar. Wir haben noch die großen Zahnräder gemacht und wir können jetzt zuerst mal rangehen. Ja, und hier hinten mit den, bei den großen Zahnrädern, bei den großen Crushern, das durchwerfen. Dann vervielfältigen wir das doch. Aber bitte nicht hier reinfallen, ich weiß. So, der wird hier durchgecrushed einmal. Und unten kommt dann Crushed Iron Ore raus. Wir haben nur eins? Wie nur eins? Ich dachte, da gibt es noch mehr. So, wird gecrushed und... Oh, was ist denn hier passiert? Da sind XP rausgekriegt. Aber kommt da wirklich nur eins raus? Vervielfältigt das nicht mehr? Eigentlich müsste doch, wenn man hier mit dem Crusher hingeht... Nö. Ich krieg nur XP raus. Ich habe gedacht, das vervielfältigt sich. Okay, das wäre ein bisschen enttäuschend, aber... Also ich könnte die crushen und dann, um XP zu kriegen, also eine XP-Farm machen sozusagen mit dem Zeug. 75% Chance auf das Zeug. Und dann, keine Ahnung, schmeiße ich jetzt einfach mal die Teile rein. Ob ich jetzt das brenne oder das andere, ist ja vollkommen egal. Die werden sich jetzt ein kleines bisschen hier die Mahlsteine ausbeißen an den ganzen Stacks, die wir da reingehauen haben. Wir könnten mal gucken, ob wir uns so einen Föhn machen, der das automatisch durchbrät. Und dafür brauche ich Lava und natürlich so einen Ventilator. Den haben wir hier, Encased Fan. Und ja, der wäre jetzt nicht so schwer, ne? Ich glaube, wir brauchen 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Den craften wir einfach mal. So, 6 XP rausgekommen. Aber das ist nicht viel, ne? Aspect of Inspiration from Fantastic Inventions. Redeem Experience Points Containing Within. So, wenn ich hier jetzt einfach nehme, das ist neuer von letzten Mal. Alle genommen und hat irgendwie nicht viel gebracht. Ah, man nimmt nicht eins, sondern alle auf einmal. Alles klar. Wusste ich noch nicht, aber dann habe ich die alle direkt wegverbraucht. Dann machen wir doch mal so einen Propeller. Das passt. Dann nochmal ein Andesit Casing. Das passt auch. Und dann, ich fühle mich mit dem ME-System. Ich habe einfach alles mit da. Einen Encased Fan. So, und von hinten könnte man jetzt hier drüber föhnen. Und das Zeug direkt braten. Große Fertigungsstraßen werden noch kommen, früher oder später, aber nicht alle jetzt auf einmal. Ist da noch was drin eigentlich gerade? Warte mal, ich habe noch einen dritten Stack da hingeschmissen. Oh, der schimmelt der da. Ah, der schimmelt hier oben drauf. Das ist nicht gut. Der soll natürlich auch verarbeitet werden, ist ja klar. Und dann können wir uns hier die XP reindreschen, damit wieder ein Schaden. Von 23 auf 25. 2 Level? Ist das normal so wirklich so viel? Das waren jetzt 2 Level für die 3 Stacks Eisen. Wenn ich das im Ofen brenne, kriegt man da nicht weniger? Finde ich gerade ein bisschen krass. Well served. So, ich habe hier, oh mein Gott, ein Ultra-Food mir reingezogen. Ein Flocker eben gerade vorbeigebracht. Nourishment auf 5 Minuten. So, mal gucken. Also, schauen wir mal, was hier gleich rauskommt.
Ja, und dann würde ich mir noch einen Lava-Eimer irgendwo ziehen. Ich glaube, ich habe irgendwo einen leeren Eimer noch drin. Wo ist der leere Eimer? Da ist der leere Eimer. Ich würde mir einen Lava-Eimer ziehen. Und dann passt das doch. Ja, natürlich müssen wir die Bowls bekommen. Ach, 25 auf 27. Let's go. So, Leute. Dann haben wir doch ein kleines bisschen was rumgebastelt. Und die Kiste läuft. Wir haben hier die großen Mahlsteine. Warte mal, habe ich die weggetan gerade? Ich glaube, ich habe die gerade weggetan hier. Die kann ich eigentlich wieder dranpacken. Ich habe mal ein bisschen durchgecrushed und getestet. Wir haben Gold durchgehauen, nochmal XP rausgekriegt, wie das Melch, mittlerweile Level 28. Dann können wir kurz nach hier vorne gehen. Ich habe das hier alles verkorbelt. Hier ist gerade Pause, weil der Föhn, ach ja, ich wollte den gerade wieder abbauen. So, der pustet jetzt durch und dann kann ich jetzt viel, viel schneller Eisen schmelzen. Ich habe da gerade stackweise Eisen drauf gebrannt, geschmissen. 30 Sekunden ist alles durchgebraten. Wir brauchen unsere ganz normalen Öfen nicht mehr. Let's go. So, und das funktioniert einwandfrei. Das heißt, wir können ab sofort alle Erze hier durchcrushen. Leider verdoppeln die sich nicht oder so. Ist ein bisschen schwierig. Was soll's. Aber so hat das ganz gut geklappt. Was mit den Öfen ist nicht mehr wichtig. Vielleicht können wir noch irgendwas anderes. Kann ich nicht jetzt noch... Nee, das ist zu heiß, ne? Für Kelb, zu Dried Kelb wäre zu heiß. Das kann ich nur vom Lagerfeuer machen. Vor Lava funktioniert es nicht. Da verdampft das oder sowas. Ist jetzt gerade zumindest hier nicht zu sehen. Da müssen wir auch noch dran denken. Aber schön, wir haben massig Eisen. Dann machen wir jetzt unser Stack-Upgrade endlich mal draus. Ich habe hier die Blöcke schon mal gecraftet. Ich habe auch das leere Ding hier am Start. Und dann können wir doch mal etwas besser arbeiten. Was haben wir denn noch? Goldblöcke. Habe ich noch genug für Goldblöcke genug? Warte mal ganz kurz, Test. Goldblöcke, ja. 8 Goldblöcke sind auch am Start. Dann nehme ich das nochmal raus. Wir craften hier nochmal das goldene Stack-Upgrade. Let's go. Jetzt können wir doch auf 256, oder? Und dann fehlen noch Dia-Blöcke für das Dia-Stack-Upgrade. Und da müssen wir noch mal ein kleines bisschen Bohr fangen, glaube ich. Was war denn eigentlich mit dem Auto-Blast? Macht ein Blasting. Blasting or some metal stuff in Upgrade-Tab. Ja, aber ich habe doch schon im Ofen. Dann machst du doch genau dasselbe. Der kannst ja dann doppelt so schnell. Aber das finde ich jetzt nicht so ein großer Zugewinn, weil im Ofen kannst du auch andere Sachen machen. Das heißt, also Smoking und Blasting ist so ein bisschen enttäuschend. Das geht auch im normalen Teil. Stonecutter-Upgrades? Hm, das wäre vielleicht noch nicht schlecht zum Bauen später. Ich würde noch mal ein kleines bisschen durchgucken, aber ich glaube, das waren schon die allerwichtigsten. Nur noch, dass es nicht kaputt geht und so. Da brauchen wir 4 Nether Stars. Das dauert noch eine Weile. Egal, wir schmeißen das mal hier rein und gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier so zusammenfasse. Oho, 134 haben wir jetzt hier drin. Es ist alles zusammengeschrumpft. Auch der Dirt ist auf 239 runter. Ich glaube, 256 pro Stack ist jetzt machbar. Das heißt im Klartext, die Blöcke haben zusammengefasst und wir haben mehr Platz. Einfach mehr Platz und keine Sorge. Ja, 256, ihr seht es. Das ist genau die richtige Menge. Auch bei Schienen, die kann ich jetzt hier einlagern. Das passt, nimmt mir so viel Platz weg. Das ist doch mal ultra satisfying. Können wir erstmal so stehen lassen. Finde ich gut. Und alle Tools und Stuff kann hier raus. Ja, ich würde mal gucken. Vielleicht ein bisschen Dias holen fürs Dias-Stack-Upgrade. Und hier oben nochmal Bohrer fahren oder so. So, und jetzt sieht die Rolle auch endlich schön und kugelrund aus. Let's go. Ich habe da ein Problem. ignorieren wir das mal. Leute, ich habe aus Versehen, ja, ein Stück vom Land mitgerissen. Ja, schön, aber ich hoffe mal, das produziert noch Energie. Läuft. Ja gut, ich wollte eigentlich nur ein bisschen Energie jetzt noch hochschrauben, damit wir unten den, das Teil. Oh, der Föhn, der geht jetzt richtig ab. Ne, der brennt jetzt richtig. Warte mal, eine Sekunde, hier habe ich ihn irgendwo noch. Ja, wir können jetzt die... Ah, nee, geht das nicht gut. Glas müsste ich hinstellen. Ja, vielleicht... Und ich habe noch eine Idee, damit das hier nicht drüber brutzelt. Vielleicht noch eine Slab drauf oder so. Nein, das geht trotzdem durch. Kann ich... Durch Erde geht es nicht mehr. Durch Harzen geht Erde nicht mehr. Puh, ja, das Ding hat jetzt ein kleines bisschen mehr Wumms. Ich wollte eigentlich nur hinkriegen, dass wir die Mechanical Crafter nutzen können und die Grindstones parallel. Aber da hatte die Energie teilweise nicht mehr gereicht gehabt. Und da können wir ganz kurz hingehen, nochmal ein kleines Zornrod holen. Overstressed. Ja, Energie reicht nicht. Das Teil frisst sehr viel Saft. Und selbst mit diesem Ding reicht es nicht. Dann werde ich einfach nur von entweder oder benutzen, aber nicht beides gleichzeitig. Okay, das passt doch. Ja, und jetzt haben wir doch noch ein schönes Bild. Das sieht aber aus wie so ein kleines, keine Ahnung, Gemälde mit einem weißen Bein drauf. Passt.